wird so müde, oh mein Gott. Verstehen, sehr gut. Ich glaube, du musst erstmal zu einem Kurs, weil egal was du schreibst, ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest. Also. Ich weiß nicht, wie du auf sowas kommst. Also sitzt du da zu Hause und überlegst dir so, was mir bezahlt wird und was mir nicht bezahlt wird oder was? Also was juckt dich das? Was juckt dich das? Mich juckt doch auch nicht, was andere bezahlt bekommen oder was nicht. Also ich weiß gar nicht, warum das so wichtig ist für einige. Ich folge dir folgen. Wieso? Kann dir einen albanischen Pass machen, weil ich mit dir schreiben will, aber ich bin nicht auf der Suche nach jemandem kennenzulernen. Darum privat schreibe ich eh nicht. Ja, alles gut. Trotzdem will ich mit dir schreiben. Ich habe dir ja gerade erklärt, dass ich nicht mit anderen Leuten schreibe. Das Ding ist, man merkt einfach, du bist so unzufrieden in deinem Leben, dass du dich so sehr um mein Leben kümmerst. Darum, es ist mir so egal, was du denkst oder was du weißt, was du nicht weißt. Es ist mir so egal, weil es ändert sich nichts in meinem Leben. So. Du bist ja die Person, die anscheinend verbittert hier in meinem Live sitzt und irgendwelche Kommentare reinschreibt. Darum. Es ist 14 Uhr und du bist immer noch in Pyjama. Pyjama wird auf jeden Fall nicht so geschrieben. Du kannst nicht mal Deutsch. Junge, du kannst nicht mal Deutsch. Wer bist du, dass du so mit mir reden willst? Leute, ihr seid so peinlich, ihr seid einfach nur peinlich. Das zieht bei mir alles nicht. Du hast einfach Frust. Du sitzt seit einer Stunde in meinem Live und schreibst irgendwelche Kommentare rein. Denkst du, ich nehme dich irgendwie ernst oder so? Du bist so schön, danke. Ja, ich warte, bis meine Mutter da ist. Ich kann nicht mehr. Ich finde das nicht schlimm. Er kann ja gerne reinschreiben. Das ist ja ein bisschen unterhaltsam. Ja, im Endeffekt blamiert er sich ja selber. Also das macht mir nichts. Glaub mir, ich nehme dich nicht ernst. Du interessierst mich nicht. Es ist einfach nur so ein bisschen unterhaltsam.
Das Ding ist, er kommt einfach nicht drauf klar, dass ich ein besseres Leben habe als er. Er kommt einfach nicht drauf klar. Das ist das Problem bei ihm. Weil ich in Dubai sitze und er, keine Ahnung, wahrscheinlich in Deutschland 24 Stunden am Arbeiten ist, kommt er drauf nicht klar, dass ich mein Leben lebe. Ich kann es mir anders nicht erklären, ne? Boah, ich kenne so viele Leute in Dubai. Ich kenne so, so viele Leute. Ich habe so viele Freunde da. Da muss man sowas auf jeden Fall nicht machen. Das sagst du, aber du weißt ja nicht, was da wirklich vor sich geht. Darum tut es mir einfach nur leid, wie du denkst. Er hat einfach Frust. Aber ich höre das öfters, erst recht von Männern, wo ich mir denke, Leute, ich bin eine Frau, wieso vergleicht ihr euch? Ich komme aus Hamburg. Natürlich hast du Frust. Ein Mensch, der zufrieden ist in seinem Leben, der geht nicht in irgendwelchen Lives rein und schreibt sowas rein. Weißt du, was ich meine? Man ist nicht negativ, wenn man im Leben zufrieden ist. Das ist einfach die Wahrheit. Natürlich hast du Frust. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben schlechte Kommentare verteilt. Darum verstehe ich sowas nicht. Dankeschön. Ich sag nicht, woher ich aus Hamburg komme. Ist doch klar. Kann ich doch gleich meine Adresse sagen und meine Straße und die Telefonnummer von meinem Vater. Sage ich auch nicht. Ja, ich bin immer noch da. Es ist unnötig von mir, dass ich nicht meine Straße sage, okay. Es ist einfach zu viel hier.
Hi. Was sind das für Fragen, Leute? Schämt ihr euch nicht? Ich höre das irgendwie öfter, dass ich irgendwie abgenommen habe, aber ich finde nicht. Mir geht's gut, danke. Top 3 der schönsten Frauen, die ich gesehen habe. Danke.